Im Rostocker Nordwesten treibt ein mutmaßlicher Sexualstraftäter, der sich an Kindern vergreift, sein Unwesen. Die Polizei ist seit Bekanntwerden der Vorfälle am Dienstag in erhöhter Alarmbereitschaft. Ein bislang unbekannter Mann hatte am Nachmittag 4 Mädchen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren sexuell belästigt. Die Vorfälle ereigneten sich in den Stadtteilen Evershagen und Lüttenklein, dort in der Nordalgriek, der Emwelk, der Henrik Ibsen sowie in der Turkower Straße. Der Täter geht dabei so vor, dass er vor der jeweiligen Hauseingangstür den Mädchen aufgelauert hat. Und wenn die dann die Tür aufgeschlossen haben, ist er mit ins Haus gekommen, hat sie dann auf den Treppen jeweils angesprochen und auch unsittlich berührt. Die Mädchen waren so tough, dass sie die Flucht ergriffen haben, sich gewehrt haben und ihren Eltern dann den Vorfall geschildert haben, die sich dann wiederum ziemlich zeitnah an die Polizei gewendet haben. Diese Art der Vorgehensweise, dass der Täter den Kindern vor der Haustür auflauert und sie bis ins Treppenhaus verfolgt, ist für die Polizei so noch nie vorgekommen. Mit einem entsprechend hohen Aufwand sucht man derzeit den Mann, der wie folgt beschrieben wird. Es ist so, dass wir jetzt nach einem Mann suchen, der zwischen 30 und 40 Jahren alt ist, schlank, etwa 1,80 groß und vermutlich deutscher Staatsbürger. Er wird von den Kindern beschrieben als jemand, der ein weißes Basecap trägt und ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Aufschrift. Bislang sind einige Hinweise bei der Polizei eingegangen, eine heiße Spur ist derzeit aber noch nicht darunter. Aus Sicht der Beamten haben die belästigten Kinder vollkommen richtig reagiert. Viele beunruhigte Eltern im Rostocker Nordwesten hoffen nun, dass der mutmaßliche Sexualstraftäter schnell gefasst wird.